Also bei uns steht erstmal, sagen wir mal, die Gesamtfunktionalität im Vordergrund. Also wir entwickeln ein Konzept für ein Gebäude und das natürlich bereits mit dem Beginn der Planung. Und dort ist natürlich schon mal die Frage eigentlich, welche Typologie von Gebäude wollen wir denn jetzt eigentlich entwerfen? Spannend ist jetzt zum Beispiel wie die Experimenta, was wir gerade gemacht haben, ein Science Center in Heilbronn, was gerade fertig geworden ist. Dort war natürlich jetzt der Anspruch, sozusagen ein High-End-Gebäude herzustellen. Jeder Benutzer kann sich dort eine App runterladen und wird dann virtuell durch die Ausstellung geführt, bis dahin, dass er zu Hause vom Wohnzimmer bestimmte Sachen von Exponaten sogar angucken kann am Ende. Also ich kann jetzt aber gerade mal ganz kurz die Funktion von der KLX-Steuerung von Gira, wenn Sie sich das angucken, zum Beispiel was jetzt auch dieses neue Gebäude, was wir für Gira ja im Moment noch bauen. Sie können mit dem Gira-Steuergerät am Ende in Kombination mit den Schüco-Tip-Drohne-Kleinteilen, heißen die glaube ich, können Sie dann Fenster öffnen und schließen, Sie können die Jalousien fahren, Sie haben ein Gerät an der Wand hängen und Sie können es auch programmieren auf Lüften zum Beispiel. Also Sie müssen nicht dran denken, sondern das Gerät kann das automatisch. Solche Funktionen jetzt haben unsere Gebäude auch schon seit, sagen wir mal, seit 15 Jahren oder so. Also als die ganzen Dinge noch sehr neu waren, also solche Steuerungselemente zum Beispiel. Und die sind wirklich wertvoll auch für die Funktionalität und den Betrieb der Gebäude. Dann ist natürlich absehbar, was in 10 oder 20 Jahren passiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Stimme dann Dinge steuern werden, liegt natürlich bei 100%, dass das auch genutzt wird tatsächlich. Wie sich das wiederum auswirkt und also auf sagen wir, Zusammenleben, das ist natürlich dann wiederum auch eine zusätzliche spannende Frage. Ich fände es schon toll, sozusagen eine einzige App zu haben, also nicht 10 verschiedene oder 20 verschiedene, wo ich dann überlegen muss, was funktioniert eigentlich wie, sondern eine einzige App zu haben, die jetzt, sagen wir mal, idealerweise so das kann, was, sagen wir mal, dann der technische Stand ist. Und zusätzlich aber eine ganz simple Redundanz dazu. Das heißt, also ich würd mir weiterhin mein Schloss in der Tür wünschen, sozusagen mein ganz normales, aber wenn das von mir aus dann mit Sesam öffentlich aufgeht, dann ist es erstmal grundsätzlich okay. Ich würde dann wünschen, dass es sicher ist, sozusagen. Also sicher im Sinne von, dass meine Privatsphäre nach wie vor geschützt bleibt, weil ich glaube, das ist schon auch ein Thema und nicht irgendwie zweckentfremdet wird für Dritte. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der Schutz meiner Persönlichkeitsrechte und meiner Persönlichkeit an sich. Und ich glaube, das gilt ja für jeden Menschen am Ende. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sensibler Punkt auch in der Entwicklung, weil es stellt sich natürlich die Frage, wie das gewährleistet werden kann. Für uns, wie gesagt, ist der Fokus ganz klar auf der Qualität der Architektur und auf dem Raum, der entsteht. Weil der sollte meines Erachtens und ich denke auch unseres Erachtens als Architekturbüro, also kein virtueller Raum sein, sondern ein echt erfahrbarer Raum sein und bleiben.